Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Rumgeschichten, meine lieben Freunde. An meiner Seite natürlich der liebe Zwiebel, hallo. Hallo. Und der Mähn ist auch mit am Start. Ich bin ganz hier oben, ihr müsstet mich winken sehen. Theorie. Hallo. Ja, da oben stehst du. Wir haben das schon mal angelegt, Leute, sonst ist nichts passiert. Aber jetzt gehen wir mal nach TNT-Fässern suchen. Ja. Geht's. Sag mal, hat eigentlich auf der letzten Insel irgendjemand mal diesen Kompass rausgeholt? Weil auf der Insel hätte sie ja auch sein können, ne? Oder nee. Ja. War clever. Mene. Ja, mein Kompass hängt fest, der dreht sich nicht. Okay. Also ich habe jetzt hier so ein weiß bisschen auch gar nicht Bedenken, mehr, ob hier dann einfach rauszugehen. Dann bleib du an Bord und mach den Ausguck. Oh, hier ist wieder ein Buch. 1 von 3, okay. Ich glaube, die kreuzen auf uns zu. Wo denn? Direkt hinter uns. Direkt vom Heck bei uns. Da kommt so eine schwarze Wand, so eine Regenwand und da rechts davon. Okay. Ja, nur, ja. Immer so eine Angst haben, gell? Ja, Schätze sind halt Schätze, gell? Ja, die fahren jetzt in den Regen. Ja, auf der Insel waren wir auch letztes Mal looten. Ja, 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 noch, hier waren TNT-Fässer. TNT-Fässer, meine ich auch. Aber wo? Auf der anderen Hälfte, da drüben, wo du jetzt hinrennst, glaube ich. Das ist, glaube ich, so eine Festung oder so, ne? Ruin, oder war das hier oder auf Ruin, der Seite, wo ja. ich jetzt war? Urin? Ja, Urin, genau. Haufen oh, Urin. Jetzt eine schöne Golden Shower. Das wäre toll. Da ist doch eins. Jo, hier ist eins. Soll ich es nehmen oder willst du? Nimmst du, okay. Der Brilli googelt so gerne damit. Ins Beiboot und dann fahren wir damit darüber. Das haben wir genau dasselbe, haben wir letztes Mal hier auch gemacht. Ah, hier ist, diese, genau da. Hier ist dieser komische eins. Altar. Bist du noch? Der schwarze, der ist aber auf vielen Inseln. Ja. So, haben wir ja jetzt schon genug. Ich hab eins, ja. Wie viel haben wir jetzt? 6. Ja, das dürfte reichen. Den Rest gibt's mit meiner Fäusten. Hast du noch ein Buch gefunden, Mene? Nee. Du? Hier ist doch bestimmt irgendwo eins, oder? Das also 3 müssen es sein, weil das eine, was ich angefummelt habe, da stand 1 von 3. Ja. Boah, wollen wir jetzt wirklich auf Buchsuche gehen? Nee. Nee. Nur mal schnell durchgeguckt, aber... War nicht das Skelett. Hey, du, hast das denn neu, oder was? Ah! Ich hab noch ein Fass, das rennt hinter mir her. Ja, ich komme. Okay, dann komm gelaufen. Ich schieße es in die Beine. Kannst du unten durchlaufen? Ich hab keinen Schuss mehr, verdammt. Komm, durch, unten durchgelaufen. Ich komm dir entgegen. Wir sind halt auch noch so Geister. Ja, ja, alles gut. Mist. Fass hochgegangen? Sorry, ja. Okay. Ich hab aus Versehen das Fass an der Oberkante getroffen. War irgendjemand mal an der anderen Seite der Insel? Ich war da, aber bin dann zurückgespiked, wo es dann hieß, dass du Hilfe brauchst. Huch. Dann komme ich jetzt mit diesem Beiboot hier. Okay. Guck mal, ob ich hier noch was sehe. Kann ich dich nicht anschieben? Bleib stehen, Dude. Okay, Zwiebel, du gehst da lang. Dann gehe ich hier lang. Rudern Sie bitte. Bitte. Also hier war sie auch nicht, ne? Die Bixby. Nee, ich hab nichts. Ich würde sagen, wir fahren jetzt als nächstes zu der Insel, wo sie letztes Mal auch war. Weißt du noch, welche das war? Weißt du, wie die aussah? Da war so ein Hafen vorher. Ja, okay. Das stimmt. So, holt mal die Fässer hier ran. Hoppla. Hier unten bist du. Vorbeigeschossen. Alle Fässer drauf? Ja. Dann suche ich mal gerade nach der Insel. Komm zurückgelaufen.
Sag mir da mal, wie die heißt. Also wir waren jetzt schon auf... Hier, die war es. Cannon Cove. Das kann sein. Steht aber nicht mit dabei. Aber die war ja letztes Mal auch da drauf. Steht aber nicht mit in der Liste. Ja, genau. Dann ist die Liste vielleicht falsch. Aber wir fahren jetzt da eh mal hin, weil da waren wir letztes Mal auch. Aber letztes Mal war sie auf Cannon Cove. Spyboot ist noch nicht oben? Genau, geradeaus. Achso, doch, okay. Wartet mal, Stimmt, da hast du recht, das war auch Cannon Cove. Wartet doch mal, Brilli, halt. Ja, was denn? Ja, hier sind doch immer noch Haufen Zeug hier an diesem Beiboot und hast es schon leer gemacht. Mit leer gemacht, gell. Ich dachte, wir sind reich genug. Ja gut, es sind keine Kugeln drin, es ist halt nur Holz drin, also. Optimize schon mal ein bisschen. Alles gut, da ist nur Holz drin, hätte ich nicht gedacht. Alles klar, ja, Holz. Holz, der Teufel. Holz haben wir genug, gell. Mit unseren ganzen Palmen, die wir hier um unserem Schiff haben. Bäume wedeln, gell. Wie bei Raft. Ja. Gibt es eigentlich jetzt schon große Updates von Raft? Ja. Ja, bestimmt. Wo muss ich hin? Von Raft gab es richtig krasse. Einfach geradeaus. Jawohl, Captain. Fahrt raus, gell. Osten gerade gut. Einfach. Nach Osten. Oh. Ihr Kanuten. Nee, nach Norden. Warte mal, Norden. Ich guck nochmal. Dann fahren wir nochmal. Nach Norden, nach genau Norden. Nach Norden. Einfach geradeaus. War richtig. Gut. Gut, ich fahre aber trotzdem gut an der Insel vorbei, ja, und knall da nicht voll rein. Das sagen die Leute immer. Gut, schlecht ist schlecht. Ist da vor uns ein Schiff? Rechts vor uns, links vor uns? Piraten, also es ist ein NPC-Schiff. Der dann nicht holen. Okay. Wir haben zu viel an Bord, als dass wir das leichtfertig aufgeben. Yes. Würde ich aus deinem Munde. Das ist aus deinem Munde, ansonsten immer tot. Ja, aber wollen wir die nicht wieder in diesen Bucht locken, wie beim letzten Mal? Ja, würde ich schon sagen. Ja, dann das ist genau da, wo das Schiff steht, oder nicht? Ja, ist es. Okay. Aber vielleicht ist das Schiff ja bis dahin weg, gell? Und ganz links ist, glaube ich, auch noch ein Schiff. Da habe ich gerade durch diesen Torbogen hier erspäht. Ja. Ich glaube, du hast recht. Und das scheint mir ein Spielerschiff zu sein. NPC-Schiff ist auch weg. Das ist jetzt hinter der Dings, oder? Ja. War mal nicht so schnell. Ja, das ist ein Spielerschiff. Die liegen aber dort an der Insel an. Okay. Ist nur das Schiff? Müsste nach links fahren. Ich lasse voll auf die Insel drauf. Achtung, rechts kommt um die Insel gerade ein Schiff rum. Ja, das ist das. Das ist das NPC-Schiff. Einfach liegen lassen. Echt? Ja. Okay. Viel zu schnell, so kann doch kein Mensch lenken. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Die fahren uns jetzt hinterher oder so. Ja, die NPCs? Ja. Ich glaube, die greifen ja generell nicht an, oder? Na, war die Insel nicht höher letztes Mal? Alter, liegen da Sprengstofffässer? Nee, das sind normale. Reindrehen. Ja, mehr runter, drehen kann ich nicht. Segel hoch. Ich bin schon dabei. Segel sind oben. Okay. Komplett reindrehen jetzt. Ja, mehr geht Segel nicht. Segel sind oben. Da ist noch ein Schiff. Auch ein Spielerschiff. Ist das doch. Die Segel eingefahren. So, Segel ein bisschen runter. Gerade aus. Segel wieder ein bisschen hoch. Jo, Segel runter. Wir müssen drehen, ne? Hast du eingeschlagen nach links? Warum willst du jetzt nochmal drehen? Wieso nach links? Mach den Anker runter. Wir können auch so bleiben. Mach den Anker. Anker ist. Dann gehe ich mal gucken, ob ich sie finde. Okay. Wollt ihr schon aufbauen oder so? Ja. Mal gucken, ob es überhaupt hier ist. Nee, ich baue auf. Echt? Ja, aber wenn es nicht hier ist. Hast du recht. Lass es mal gucken. Also der Kompass sagt erstmal gar nichts. War hier oben irgendwo, ne? Mhm. Hey Bixi, komm mal raus. Das andere Schiff leider nicht mehr, weil es genau gegen die Sonne ist. Sehe ich nicht mehr. Nix. Bin ich. Sprengfass haben wir hier. Spreng mit. Ja, schadet nichts.
Hey Leute, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir auf mich hätten hören sollen und erstmal die Mission da wieder weitermachen sollen. Welche Mission? Naja, dass wir erstmal die Sachen wiederholen müssen auf diesen beiden Inseln. Nein, das ist doch, das steht doch extra letztes Kapitel. Wo fahren die hin? Jetzt sehe ich sie, da sind sie. Fahren die auf uns zu? Nee, die fahren eigentlich hinter uns quer. Behalte mal einen Blick. Mach mal. So, ein weiteres Sprengfass. Sehr gut. Nee, die fahren nicht in unsere Richtung. Eher weg von uns. Was war jetzt das für ein Geräusch? Boah, deine Katze ist aber hart am Schnurren, ey, echt. Oh ja. Ja, jetzt haben sie das Segel eingeholt und jetzt haben sie das Segel eingeholt. Stehen da. Wo stehen die denn? Wo bist du denn? Bist du oben im Fähnest? Nee, ich bin genau hinten. Ach da. Nee, die legen da an diese kleine Insel an. Ja. Okay. Sollen wir nochmal gucken, welche Inseln noch in Frage kämen? Hier ist noch ein Sprengfass. Mermaids. Hook Masts, Shipwreck Bay. Den waren wir noch nicht. Oh, ist das schön mit unserem Schiff im Sonnenuntergang. Eieiei. Eieiei. Da werden ja die Hoden weich. Willst du eine Pizza? Hast du schon geguckt, Mene, wo die nächste Insel ist? Ich suche gerade. Ich glaube, es sind aber auch nicht immer alle Inseln auf jeder Map. Mermaid? Doch, klar. Glaube ich nicht. Doch. Ja, okay. Mermaid. Ich hab doch schon ein paar Stunden gespielt. Und ein weiteres Sprengfass. Jetzt haben wir mittlerweile hier. Hinten liegt ein Schiff vor Anker. Ein Spielerschiff, ja. Und also gut, wenn sie uns jetzt treffen, dann machen wir hier Sea of Space irgendwie. Mars und Shipwreck Bay. Mene, mach schon mal das Schiff klar, dann gucke ich nochmal. Ja. Da ist der Shipwreck Bay. Wo? Zurück. Da. Da. Okay, ist gar nicht weit weg. Genau nach Osten. Und wie war der andere? Guck Mars. Da ist auch Guck Mars. Na komm, dann ab nach Osten mit uns. Ja, du kommst höher. Ist so. Kennst dich ja aus. Du Eckelmann. Also das Schiff ist übrigens immer noch da hinten an der Insel dran, aber die haben, glaube ich, alle Lampen aus. Ja, egal, wir fahren jetzt einfach nach Osten. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Siebel, lenk mal nach Osten. Ey, das ist zu dunkel hier. So. Lenk mal, lenken. Ja, gut, wir müssen erstmal hier raus. Weg die Lucia. Vorne kann ganz runter, Mene. Vorne ist ganz unten. Ist also schön. Wenn bloß nur deine Augen immer auf Halbmast sind, Junge. Karl Dahl Gedächtnislied, ey. Ja, gut. So. Drück deinen dicken Arsch hier rum, Elaine. Was? Ich verstehe das nicht mit dem Pass. Was? Sindbad? Was? Was ist mit Sindbad? Du bist schon so ein Sindbad. Da ist auch ein Schiff wieder, ja? Ja. Fahr jetzt mal gerade, bitte, nicht auf das Schiff zu. Es langt schon so, gell? Ich glaube, das ist jetzt heute eine Runde noch. So. Ich möchte momentan einfach nur jedem Schiff aus dem Weg gehen. Ach gell? So, und sonst immer so, kommt doch her! Ich glaube, wir haben 10 Explosionsversagen. Kommt zu mir, wenn ihr euch traut. Aber das ist auf jeden Fall ein NPC-Schiff. Ja, und die sind das aber auch ziemlich blöd. Grade. Ich sehe auch ganz schön ordentlich. Schiffe mit Kettenschüssen. 0 von 20. Wir fahren genau auf so einem Felsen zu. Ein bisschen nach rechts. Also müssen wir mal Kettenschüsse einsetzen.
Obwohl, wir haben ja so wenig getroffen beim letzten Mal. Können wir mal jemand nach rechts? Was? Achso. Ja. Nach rechts kurbeln. Ja, wir haben mal wir haben knapp. Kurbelung eingeleitet. Nicht so weit, nicht so weit. Ja, ist ja gut, Mann. Bisschen die Segel optimiert. North Star. Eigentlich schon. Eigentlich hatte ich die voll nach links gedreht. Haben wir so langsam vor, aber ich bin ja auch ein Geschwindigkeits-Junkie. Du. Bitburger trinken und was von Geschwindigkeit erzählen. Hilla, hula, hula. Nimm die Klöten da weg. Ja, du hast auf jeden Fall Kopfschmerzen in Hochgeschwindigkeit. jetzt singt er uns so eine sibirische Weise hier. In Sibirien gibt's kein Bier. Trinken wir kein Wein. Okay, einfach geradeaus auf Shipwreck Bay zu. Das ist ein bisschen schwieriger, da reinzufahren, aber das schaffen wir schon. Ah. Das hat den Namen nicht für umsonst. Links von uns. Hinten. Und jetzt Treffer. Krieg erklärt. Dieser Schuss. War genau. Der gesamten Karibik. Legendary. Lad wenigstens gleich nach. Ja, bin dabei. Gut, gut. Ich sage nur. Mama. Weil sonst soll ich noch Zähne putzen? Soll ich unterdenken Zähne putzen? Sag's mir. Oh, jetzt hat der Wind gedreht. Wir müssen mal aufmachen. Der Wind hat gedreht. Der müsste optimieren. Ah. Wohin optimierst du gerade? Ja, das ist zu weit, aber. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Da vorne sind Geisterschiffe. Vor uns sind Geisterschiffe, Geisterschiffe voraus. Das ist schlecht, nee. Alter. Da wollen wir hin. Da, die schießen, oder? Ja. Ja, dann haben wir ein Problem. Ja, aber die schießen doch nicht auf uns. Das sind ja diese grünen Geisterschiffe. Die schießen auf uns, klar. Ah. Das ist, liegt daran, weil dieser große Schädel über. Das ist ein Event. Dann nehmen wir die das, nächste. Das nehmen wir die mal, nächste. Ja, schnell weg. Fahr also wohin? Rum. Weg, wir müssen in dieselbe Richtung. Fahr Richtung Süden. Süden. Dreh nach Süden. Ja, jetzt bin ich schon auf. Ja, ist egal. Nein, dreh nach Süden. Komm, schneller. Genau, weil du auch schneller drehen kannst. Komm, dreh Pirat. Hast du nach ganz rechts eingeschlagen? Ja, habe ich, meine. Jetzt kommt die 180 Grad. Macht da so einen Chicago-Turn, viel Alter. Viel zu weit. Oh mein. Ja, ich habe diesen Event schon mal mitgemacht. Der ist nicht lustig. Dann musst du. Ach, das Boot wieder auf die Streckbank, ey. Mehrere Wellen von diesen Geisterschiffen. Okay. So, wir müssen ungefähr. Oh. Liebe? Ja, was ist? Fahren der vorbei. Lass mich mal lenken, komm. Vor uns ist ein Schiff. Vieler Schiff kommt auf uns zu. Was? Wo? Direkt vor uns. Ganz genau vor uns. Ach, da. Darauf können wir jetzt gerade keine Rücksicht. Wir fahren durch das Loch. Ach du Scheiße. Oh ja. Leute, ich finde immer einen Ausweg. Ich bin Captain. Oh Gott, hier. Der kennt sich auch mit jedem Loch aus, ey. Nicht schlecht. Das triffst du nie. Klar. Ich bin klar, wie ein sagt er mit dem Bauch voller Explosivfässer. Ich sehe halt nur nichts, weil das vordere Segel einfach komplett. Ja, ich sag, warte, du musst ein bisschen weiter. Das vordere Segel ist eigentlich kein Problem. Ja, das hintere meine ich. Gerade so ist okay. Bin wie ein. Bisschen weiter links. Spermium. Klick weiter nach links. Ich finde das. Ja, du Spermium. Ja, so bleiben. So gut, oder? So ja. Gut? Weißt du es wahrscheinlich oben den Mast ab? Die wissen jetzt gar nicht, wo wir sind. Optimal ist mal die Segel. Wir da werden dann schnell auch rausbrettern. Vorsicht. Bisschen weiter rechts. Das Segelboot von denen ist weg. Welches?
Das ist gegnerisch. Das Spielerschiff ja. ist rechts von uns. Ja, aber das folgt uns. Was? Das folgt uns überhaupt nicht. Ich werde in die andere Richtung. Wir müssen drehen. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, die Insel da. Oh. Da ist auch Crook's Hollow. Okay. Wir können auch erst nach Crook's Hollow. Das ist im Süden. Da sind aber nach wie vor die Geisterschiffe, ne? Ja, aber da fahre ich nicht hin. Ich fahre jetzt da ganz knapp dran vorbei. Ach, ich bin Mr. Manöver. Du mit deinem Knapp immer, ey. Ja, nee, die kommen nicht einem hinterher. Die fahren da immer im Kreis um die Insel. Also das ist kein Problem. Ich bin Mr. Manöver. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Man nannte ihn Mousse au Chocolat. Mhm. Weil ich so süß bin. Der kurbelt da wieder. Was? Wohin? Nicht so schlecht, Zügel. Du hast es langsam raus. Ich weiß. Ich habe schließlich auch einen Segelschein. Jetzt mal. Geil. Gib ein Lob und dann mach da halt. Ich meinte. Hast du gut gemacht, aber halt bloß die Fresse. Du bist echt gut in dem, was du machst, aber halt bloß dein blödes Maul. Ich meinte den Mene, guck noch mal gerade, ob wir auf die richtige Insel dazu fahren. Ja, mach ich. Ja, tun wir. Aber ich glaube, dass. Keine Ahnung. Ich sag nicht. Besser ist. Dass wir nicht im Kapitel. Wo steht, dass wir im vierten Kapitel sind? Sagt er. Wenn du Tab drückst. Und dann auf Missionen und dann auf Seemannsgarn gehst. Dann steht da der verwunschene Schurke, letztes Kapitel. Stimmt. Bringe Brixies Schädel zu Madame Olivia. Ja, Achtung, nicht draufdrücken, sonst brecht ihr es ab. Ich drücke jetzt mal drauf. So. Warum bricht man es dann ab, wenn man draufdrückt? Weiß ich doch nicht. Frag die Programmierer, warum sie sich das so überlegt haben. Missionen sind weggeben, gell? Oh oh! Wo können wir denn? Was? Was? Oh oh. Was denn? Was? Mega Fred hinter uns. Nee. Ja, egal, der verschwindet, wenn wir in die Nähe von der Insel kommen. Aber wir fahren genau auf den Felsen zu. Ich glaube, das ist ungesund. Kann mal jemand lenken? Der Brille ist am Lenken. Wo kann man denn hier anlegen? Hör mal rum, fahr einfach mal rum. Ich bin am Anker. Ein bisschen weiter rechts. Ah, oder du links. Bist doch am Anker, du bist doch am Anker. Das ist doch alles gut. Lass doch weiter. Alter, du bist so blind, wirklich. Du bist ein Blindfisch vorm Herrn. Hätte die jetzt nicht so eine Scheiße gemacht, wäre ich hier perfekt durchgegangen. Ja, ja, genau. Mr. Manöver hat gesprochen, weißt du? Echt mal. Vor allen Dingen steht das Schiff gleich zur Hälfte unter Wasser. Hier, Mr. Manöver, da. Das ist ein dummer Hund, echt. Es war perfekt. Und ihr macht dann plötzlich die Wände. Ich war einfach perfekt dran. Du warst bis perfekt mitten auf diesen Felsen zugefahren. Aber schnurstracks. Nein, du musst doch immer Vertrauen haben. Ich kenne dich schon ein bisschen. Ey, unser Boot sieht schon wieder aus wie ein Schweizer Käse. Und die Katze ist hier nur am Schnurren. Die findet alles geil. Igor liegt gelangweilt im Bett. Wir müssen gleich direkt hier, ne? Ah. Mr. Manöver? Mm. Sollen wir hier einfach von Anker gehen? Ja, und dann? Ja, auf die Insel, da müssen wir. Warum? Nee, lass doch noch. Jetzt müssen wir 3 Kilometer schwimmen. Wir gucken erstmal, ob sie überhaupt da ist. Komm. Ja, und ey, dann? Leute. Oh. Arschbombe! Sag euch, wirklich, irgendjemand kennt den Step, den wir machen müssen und drängt seit 3 Folgen. Meine Fresse. Ihr müsst das überhaupt machen. Da vorne ist sie doch. Was? Da vorne ist sie doch. Rechts von euch. Ist sie wirklich? Ist sie das? Doch schon. Nee. Wie soll das sonst sein? Das ist so ein normaler. Der ist aber rot leuchtend, reutlos. Guck mal, ob er Brixie heißt. Nee, aschgrauer Hüter. Ist der? Zapper ist er nicht. Geh doch mal an Land, Junge.
Ja, und wisst ihr, wer sich das die ganze Zeit denkt, was wir hier machen? Na? Nicht einer, der die Folge guckt, sondern einer, der mit dem Schiff hinter uns herfährt. Ja, genau. Eigentümliches Relikt aufnehmen, schön. Aha. Ich stelle mal die Schätze hier Richtung unserem Boot. Oh, oh. Ach du Pimmel, ums Bach. Na, guck doch mal hoch. Der Kompass macht ja auch wieder nichts. Freunde. Ich hab keine Munition mehr. Der Kompass macht nichts. Nee. Hier liegt noch ein Fass. Brauchen wir noch Fässer? Da oben, Achtung. Boah, die Geister. Die sind aber auch gemein. Haben Säcke verloren. Goldbeutel. Was? Ja, Goldbeutel. Echt? Gold, alle? Gold, Gold. Cool. Alle drei. Cool. Goldbeutel. Sind oh, hier liegt auch einer. Nee, Huhn. Hier liegt alles voll mit Schätzen, Leute. Okay, da oben ist nichts außer ein Explosionsfass. Das brauchen wir nicht. Schieß drauf. So, ich nehm's mit. Von denen kann man nicht genug haben, glaube ich. Gib laut. Uff! Mit dem Explosionsfass, dachte ich. Niemals! Ja, komm, dann ist hier nichts mehr, oder? Nee. Ist auch gut, weil hier wäre es schwieriger geworden, glaube ich, die in die Falle zu locken. Achtung, Geist. Ja. Aber wie war denn das? Die kamen einfach aus dem Boden, wenn man in der Nähe war, oder? Ja. Nicht, dass wir da noch irgendwie Lied spielen müssen oder so. Kommt da ein Boot auf uns zu? Was? Schaut so aus. Holen wir die ganzen Schätze an Bord oder fahren wir weiter? Für was für Schätze? Ja, ein Kelche und blöd. Ja, das Problem ist aber jetzt mal eine ganz andere Sache. Wenn wir jetzt hier noch groß Bricksbeam Dings machen, dann müssen wir doch die Mission auch wieder zu Ende machen. Ja. Jo. Wohin müssen wir denn jetzt? Entweder zu dem Totenkopf oder zu der anderen Insel, die ich eingekreist habe, im Süden. Da fahren wir natürlich erstmal zu Crux Hollow. Ja, ich meine, das ist schon 21:45. Ja, wir müssen es ja versuchen. Wenn wir jetzt da Glück haben, dann töten wir sie ja direkt und können es wegbringen. Das schaffen wir in einer Dreiviertelstunde. Na ja. Was ist das nochmal da? So ein Schieß? Hä, wo? Okay, egal. Wir müssen in den Süden. Ein bisschen westlich. Südwestlich. Anker wird gelichtet. Ja. Segel sind alle oben. Ja. Du längst nach Süden. Na, ich schlag voll ein, aber das muss ja durch die Lücke da. In welche Richtung? Nach rechts. Nee, mach direkt nach links. Ja, warte. Komplett nach links. Ja, ja, bin dabei. Jo. Ist. Gut. Gut, wie der Holländer sagt. Gut. Gut. Also eigentlich ist Schritt 7 tatsächlich, bringt Brixys Schädel zurück. Wir haben den aber noch nicht. So, wohin? Geradeaus, also Richtung Süd, okay. Südwest. Gut, fahren wir erstmal einmal hier rum. Und im Schritt vorher steht halt, der Kompass zeigt an, wo man hin muss. Wanderer's Refuge, Discovery Ridge, Crooked Mast, Mermaid Tideway, Shipwreck Bay und Kraken's Fall. Hier stehen jetzt andere Inseln tatsächlich. Kraken's Fall. Hey, was meinst du mit anderen? War das auch diese Cannon Bay dabei, wo wir die auch schon hatten? Warte mal. Weil sonst klappern wir ja gerade die falschen Inseln. Nee, Cannon's Bay ist nicht dabei. Aber an Shipwreck Bay, da wollten wir gerade hin, und Kraken's Fall.
Dragon's Fall wäre direkt links von uns. Ja, dann fahren wir da erst hin. Liebe, dann nach links. In den Osten komplett. Jawohl. Ja. Durchs wilde Kurdistan. Ach, Kurdistan. Wir fahren nach Thüringen. Da ist sie direkt, oder? Da liegen Schätze eigentlich rechts von uns, aber naja, egal. Ist sie das schon vor uns? Ja, ja, das ist direkt vor uns. Also doch eher so südöstlich. Ja, nee, mach noch ein bisschen links, Liebe. Auch an dieser Tooth Key Cave vorbei. Ja, jetzt bist du genau drauf. Ganz genau, ja. Okay. Ah, die mit dem Loch. Sollen wir eine neue Folge machen? Ja. Ja. Liebe Leute, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir haben immer noch nicht Crispy Asshole gefunden. Aber wir sind auf der Suche. Crispy Asshole. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.